Hallöchen auch, Freunde, und willkommen zur dritten Folge von Walsinghams Manowar Verlies der Seelen. Ja, die nächste Folge. Darauf habe ich mich jetzt schon ganz doll gefreut. Und ich muss trotzdem sagen, nochmal zu diesem pneumatischen System, wo sich der Gutste da sich ein hat bauen lassen. Okay, mit einem normalen Rohrpost kann ich mir schon vorstellen. Und das so eine Art Schutz drauf ist, damit kein Fremder die Post liest, das verstehe ich schon. Aber das Ganze mit Säure zu beinhalten, mit so Säurefläschchen oder sowas. Ich bin auf eure Meinung gespannt, auf jeden Fall. Vor den Toren habe ich ein seltsames Etwas mit einem ebenso seltsamen Inhalt gefunden. Ich denke, darin befindet sich ein Hinweis. Hoffentlich bekomme ich es irgendwie geöffnet. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um, würde ich mal sagen. Weil wir müssen anscheinend immer ein bisschen irgendwas triggern. Weil hier brauche ich nichts mehr nachschauen. Hier sind noch die Bretter und der Sack und die kaputte Pumpe. Ich glaube, hier hinten sind bloß noch die Fische irgendwie. Ja, ich habe hier eine Angelrute. Denk nicht einmal dran. Was ist hier? Was ist das? Ach, das ist der Schubladengriff. Okay. Aber wenn er sagt, ich brauche eine Angelrute, ich nehme die Angelrute in die Hand und dann sagt er das hier. Da werde ich ohne Angelrute nicht schaffen. Okay. Dann gehen wir hier wieder rein. Ja, ich habe ja den Griff. Mach dir nicht ins Hemd. Okay, da haben wir einen Schlüssel. Eine Brechstange. Nimm bloß die Brechstange raus. Okay, dann weiß ich schon, wo ich hingehe damit. Das ist ein sehr merkwürdiges Wimmelbildspiel. Ein sehr merkwürdiges. Okay, 2 von 3 Rohren. Das bringt mich ungemein weiter in dem Spiel. Und er hat wieder was reingeschrieben. Wie ich es schon vermutet hatte, konnte ich in den Walsinghams Papieren ein paar nützliche Hinweise finden. Ich muss mir über die Gemälde der Jungen auf der Schaukel in Erfahrung bringen. Zumindest habe ich bereits mehrere rätselhafte Geschichten darüber gehört. Den ersten Besitzer des Gemäldes hat es wohl in den Wahnsinn getrieben. Und was mit dem jetzigen Besitzer geschehen ist, steht noch in den Sternen. Okay. Einfach mal das Ding hier dagegen schmeißen. Okay, wir schauen uns mal wieder ein bisschen um. Vielleicht ist ja... Okay, hier ist kein Wimmelbild. Rätsel über Rätsel. Ich hänge irgendwie auf dem Schlauch. Und ich kann das Rätsel nicht anfangen hier. Weil sobald ich hier hingehe, also hier weiter runter gehen will und da was irgendwie einsetzen will, geht's hier noch nicht. Weil hier eine Kachel fehlt. Glaube ich. Ich brauche wieder einen Hinweis, das ist echt unangenehm. Senke und hebe die Kugel mit Hilfe der Magnete, um das Muster zu halten, das auf der eingesammelten Zeichnung abgebildet ist. Das kann was werden.
Aber ich weiß nicht, wie ich dieses Muster bewerkstelligen soll. Weil ich kann die Kugeln ja auch... Okay. Einmal so. Dann hier einmal so. Dann noch ein Punkt darüber. Hier kommt nur eine hin. Hier kommt auch nur eine hin. Eins, zwei, zwei, eins. Eins. Drei. Okay, dann ist das immer soweit richtig. Aber wie soll ich denn das bewerkstelligen? Dass das so bleibt, wie es da zu sehen ist. Ich habe keine Ahnung, wie die das beabsichtigen. Senke und hebe die Kugel. Ach, ich kann auf der anderen Seite das auch machen. Oder wie? Wartet mal. Okay. Das komplett, kommt hier komplett hier hoch. Okay. Man muss nur wissen, wie. Das ist gar nicht so einfach. Ich kann nicht mal überspringen. Ah, ja, da. Detektiv, Detektiv, welch Glück, dass Ihnen das Skriptex in die Hände gefallen ist. Ich hab es von einem ungewöhnlichen Ort aus losgeschickt. Doch für nähere Erklärung ist jetzt keine Zeit. Leider Gottes sind die Umstände derart ungünstig, dass ich gezwungen bin, Sie um Hilfe anzuflehen. Bitte begeben Sie sich so bald wie möglich in mein Arbeitszimmer und machen Sie den größten Fehler wieder gut, den ich je begangen habe. Ich war ein Narr, weil ich meinte, ich könnte es alleine schaffen. Bitte beeilen Sie sich, Detective. Okay. Also wieder im Arbeitszimmer. Und ach so, jetzt kann ich hier das Rohrrätsel machen. Okay, verschiebe die Einzelteile so lange, bis alle Rohrstücke in jeder Richtung korrekt verbunden sind. What? Okay, das wird lustig, das werde ich jetzt aber nicht überspringen, versprochen. Nach mehreren Versuchen war es mir möglich, das Kryptex zu öffnen. Darin verbarg sich eine Nachricht an mich. Walsingham schreibt von einem unerwarteten Problem und schickt mich in sein Arbeitszimmer. Ich will hoffen, dass das weder eine Falle noch ein dummer Jungenstreich ist. Okay.
Also sollen alle miteinander verbunden werden. Es ist ein verträumtes Schieberätsel. Oh, Jesus, gib mir Kraft. Es sollen alle Rohre benutzt werden. Ist schon dezent übertrieben, aber versuchen wir es mal einfach. Das ist Hardcore. Und ihr müsst bedenken, ich spiele auf leicht. So, meine Freunde, ich habe ein bisschen nachrecherchiert, weil ich wollte schauen, ob ich irgendwie eine Lösung finde für dieses Rohrenrätsel. Und es hat sich herausgestellt, wenn ich versucht habe, neu zu starten, das Rätsel, weil ich ja irgendwie falsch war, hat sich's aufgehängt. Ich hatte auf einmal 5 Rohrenstücke, statt dass es hier 3 wären. Anscheinend haben wir leider eine verbuggte Version von dem Spiel erwischt. Deswegen werde ich einige Rätsel jetzt leider überspringen müssen. Ich will euch ja trotzdem das zeigen, das Spiel. Deswegen müssen wir leider so arbeiten. Ist nicht so mein Stil, aber besser ist gar nichts. So, jetzt schauen wir uns mal weiter um hier. Da können wir das eine Terpentin auf... Das habe ich gesehen. Nur so by the way. Auf einer Zeichnung ist eine junge Dame abgebildet. Die Zeichnung ist handgezeichnet. Melma Moren. Okay. Ich könnte schwören, ich hätte schon wieder jemanden gesehen. Das war doch nicht etwa der Geisterjunge? Ja, doch, wahrscheinlich. Sehr topmoderner Computer auf jeden Fall. HTTP nichts. Vom Forschungszentral Cornwall an William Walsingham. Sehr geehrter Mr. Walsingham, hiermit übersenden wir Ihnen die Anfrageninformationen. Laut der hier vorliegenden Angaben wurde das Anwesen im Jahre 1832 erbaut und befand sich im Besitz der Familie Moran oder Moran. Bedauerlicherweise brannte das Gebäude nieder. Später zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man es wieder aufgebaut. Als Basis für die Rekonstruktion dienten die noch vorhandenen alten Baupläne und Beschreibungen. Auf Wunsch kann unsere Abteilung auch gerne Informationen über die Moran-Familie für Sie bereitstellen. Mit freundlichen Grüßen, Larry Milligan, Leiter der Forschungszentrale in Cornwall. Okay. Ja, jetzt sagt er wahrscheinlich, die Bilder sehen nicht lebendig aus. Wo ist denn dies? Okay, was haben wir da? Künstlerkasten. Mr. Walsingham hat also eine Nachforschung angestellt und eine Anfrage an die örtliche Forschungszentrale geschickt. Doch weshalb hat er das ausgerechnet kurz vor seinem Verschwinden getan? Vielleicht ist das ein kleiner Junge, der Sohn der Morans? Kann ja möglich sein und der findet das gar nicht nett. Das ist ein sehr ordentlicher Geist, seht ihr das? Der sortiert immer die Farben neu. Nach Alphabet, nach Farbton, etc., etc., etc.
Wow. Okay, das nenne ich mal ein schönes Rätsel. Drehe die Scheiben so lange, bis alle Bilder korrekt und ihre jeweiligen Themen entsprechend zugeordnet sind. Okay, den Gentleman muss ich seine ganzen Klamotten geben, den Plattenspieler seine ganzen Zugehörigkeiten, den Telegrafen muss ich alles Telegrafische machen und schreiben muss ich irgendwas schreiben machen. Dann versuchen wir mal unser Glück. Okay, das müsste jetzt schon mal bereits stimmen. Das heißt, wir dürfen das hier nicht mehr drehen. Das müsste jetzt auch schon stimmen. Wahrscheinlich gehört zu dem Gentleman noch die Uhr. Uhr. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Ist noch nicht ganz... Ah, das gehört noch nicht hier rein. So, dann müssen wir das jetzt noch nach der Reihe bringen. Oh oh, ich würde schon... Ach so, was zur Hölle, wieso hat sich das denn jetzt nicht bewegen lassen? Jetzt ist das wieder durcheinander. Haben wir es geschafft. Detective, ich hoffe, Sie gehören nicht zu den Personen, die das Offensichtliche ignorieren. Dieses Haus wird von einem dunklen Mächten beherrscht. Eine ruhelose Seele hält mich im Gemälde gefangen. Alles begann mit der Ersteigerung des Gemäldes der Junge auf der Schaukel. Dieses Bild ist der Inbegriff des Bösen. Zunächst begannen meine Bilder an Farbe zu verlieren und zu verdunkeln. Alles Bunte und Lebendige verschwand. Zudem wurde mein Haus plötzlich von jeder Menge Ratten, Kakerlaken und Spinnen und sonstigen Ungeziefer heimgesucht. Vor einigen Tagen dann haben mich unbekannte Kräfte in eines der Bilder hineingezogen. Seither bin ich darin gefangen. Bitte helfen Sie mir. Mischen Sie meine Farben an und machen Sie aus dem Gemälde das, was Sie einst gewesen sind. Das ist der einzige Weg, mich zu finden. Okay, und hier haben wir noch... Ich kann nicht mal die Anweisung dazu lesen. Also im Großen und Ganzen habt ihr es jetzt mitbekommen von dem Brief her. Also der Künstler, der Mr. William Walsingham, hat dieses Bild ersteigert, Junge auf der Schaukel. Und anscheinend ist in dieser Schaukel, in diesem Gemälde, ein ruheloser Geist, wahrscheinlich der Sohn von dem Morans, gefangen gewesen. Und dadurch, dass er mit seinem Pinsel, wo er alle Gemälde lebendig gemacht hat, also ihnen quasi einen Körper gegeben hat, ausgebrochen und hat das Haus befallen und hat den Maler entführt. Aus Rache wahrscheinlich irgendwie. Weil das Haus ja abgebrannt ist und wahrscheinlich der Junge damit. Also ruhelose Geister, Poltergeist. Auf jeden Fall haben wir es zu tun. Warum hole ich mir nicht mal meinen guten Freund Tommy und den guten
meiner guten Freundin Cindy, die sind doch Phasmophobia-Fans. Das wäre doch genau ihr Ding. So, was haben wir jetzt noch hier in dem Tagebuch? Ich komme bei einem meiner Ermittlungen einfach nicht weiter. Der Künstler hat den Verstand verloren und mir überall im Haus Botschaften hinterlassen. Mrs. Walsingham ist auch verschwunden, aber so irrsinnig das auch klingen mag. Ich werde den Künstler vertrauen und versuchen müssen, in das Gemälde zu gelangen. Ja, also ganz ehrlich, so oft wie jetzt hier sich die Farben ordnen, haufenweise Geistererscheinungen aufgetaucht sind, ganz ehrlich, da würde ich auch nicht mehr lange zweifeln daran. Mal ganz ehrlich. Hier werde ich die Farben anmischen, sobald ich einen Künstlerkasten gefunden habe. Und damit ihr nochmal Bescheid wisst, ich musste dieses Spiel jetzt nochmal von dem Punkt zurückspielen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das habe ich jetzt, glaube ich, gerade schon vorhin erzählt, also erzähle ich nochmal. Weil bei diesem Rohrrätsel, wie wir hier reingekommen sind, hieß es auf einmal, ja, sammle 5 Rohre erst. Dann hat es gesagt, ja, jetzt weiß ich, wie ich das reparieren kann. Dann, ja, und den Rest der Geschichte kennt ihr. Und das ist was, was mich ein bisschen aufwühlt. Okay, Wachs haben wir ja schon mal. Kann ich das hier irgendwo ablegen? Das werde ich nicht tun, ja. Gut. Gerade jetzt gerade aktuell nichts machen. Platz für Farbpalette. Für die Farbpalette, ja, da brauchen wir die noch. Also was müssen wir da alles her tun? Wachs. Das haben wir auch schon hier. Aber sonst kann ich hier nichts anklicken, gerade aktuell. Okay, dann lassen wir es mal so, wie es ist. Ja, dürfte ich das auch wieder verlassen irgendwie? Danke. Mehr können wir hier in den Raum nichts machen. Ja, sortieren nochmal die Farbe, dass jeder sieht. Das ist wieder dieser Vorführeffekt. Weil diese Animation finde ich total geil. Ein wundert mich nicht wirklich, dass hier ein Poltergeist sein Unwesen treibt. Warum das denn? Wegen den Spinnenweben oder was? Jetzt will das nicht zeigen. Naja. So, dann können wir jetzt mal hier hingehen. Den Glaskolben hier hinstellen. Und dann kann ich anzünden. Feini, feini, feini. Weniger Gegenstände. Feini, 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 feini. Okay, und jetzt haben wir Terpentin. Das kann ich wahrscheinlich hier dazugeben. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich glaube, wir brauchen wirklich noch so eine Farbpalette. Ja, eindeutig. Weil das kann ich nicht nutzen. Das kann ich jetzt auch noch nicht nutzen. Also fehlt nur eine Farbpalette. Das Spiel, es setzt mich echt auf den Geduldsfaden. Es ist ein schönes Spiel, aber echt geduldsmäßig beansprucht. War da gerade eine Hand? Was? Der tragische Tod von Gannett Morans jüngsten Sohn war der erste Unglück in einer ganzen Reihe unglücklicher Ereignisse, die unsere kleine Stadt tief erschüttert haben. Der untröstliche Vater des Kindes kam gestern in einem verheerenden Feuer ums Leben. Die Stadt St. Ives trauert mit seiner Familie um den Hinterbliebenen. Gemeinsam möchten wir nun an den ältesten Sohn Silvio Moran denken, der über Nacht zum Waisen geworden ist und sich nun in der Obhut seiner Tante befindet. Wir möchten an dieser Stelle alle Bürger aufrufen, die Familie bei der Suche nach dem vermissten Brooke Moran zu unterstützen. Sollten Sie Hinweise auf sein Verbleiben haben, melden Sie sich bitte umgehend bei der örtlichen Polizeidienststelle. Mr. Moran hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, seinen 5-jährigen Sohn lebend zu finden. Der Eigentümer von Conway News, Jonathan Couch, möchte der Familie Moran, welche kürzlich einen schweren Verlust zu beklagen hat, sein herzliches Beileid aussprechen. Noch im Kindbett war Willem Moran bei der Geburt ihres Sohnes gestorben. Die Beisetzung wird in der kommenden Woche im Kreise ihrer Familie stattfinden. Seht ihr, ich hab's doch gewusst.
Die Gerüchte über die vielen tragischen Ereignisse stimmen also. Die Mitglieder der Morin-Familie starben eines nach dem anderen unter dubiosen Umständen. Ist Brooke wirklich verschwunden? Könnte es sein, dass der Geist für all die vielen Tote verantwortlich ist? Wollte er sich an der Familie rächen? Ah! Schaut mal! Das habt ihr wahrscheinlich schon längst gesehen, ich hab's jetzt gerade entdeckt. Ich hab die Karte gefunden. Klicke auf den grünen markierten Kartenbereich, um dich durch die verschiedenen Spielszenen zu bewegen. Und so eine Erklärung, hier hast du noch Aufgaben zu tun, hier hast du keine Aufgaben zu tun, wird nicht erklärt. Also nö, eigentlich nicht. Hier ist ein süßer Kompass. Ich kann hier durchreißen. Okay, dann müssen wir irgendwo ein Wimmelbild getriggert haben, weil sonst kämmerten wir ja nicht irgendwie weiter, oder? Und ganz ehrlich, die Mühe mache ich mir für euch schon, dass ich das Spiel hier durchspiele. Soll ich nochmal zurückgehen? Ist da vielleicht nochmal ein Wimmelbild getriggert? Nö. Sonst hier auch keine Geheimnisse. Und ich muss anscheinend öfters auch die, ja, wohl oder übel, die Hinweisbutton drücken. Weil bei gewissen Stellen komme ich halt einfach nicht weiter. Denk nicht einmal daran. Oh, willst du mir jetzt drohen oder was? Casey. Das ist schon ein Name für sich wieder. Casey. Wir sind Detektiv Casey. Okay, was soll ich hier noch machen? Wahrscheinlich sagt das jetzt der Hinweis, du sollst hier ins Atelier gehen. Ja. Okay, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ja. Okay, ich brauche wieder einen Hinweis. Okay, jetzt können wir den Sack aufschneiden. Habe ich das Messer nicht angeklickt? Oder mich wahrscheinlich daneben hingeklickt und die Hitmarker sind wieder... einfach. So, jetzt kann ich diesen Sack... mich des Sackes entledigen. So. Wow! Okay. Aufmachen. Aufblättern. Ich schaue mich noch um, ob ich noch irgendwas aufkriege. Das wegschieben. So, mal schauen, ob wir alles zusammenkriegen. Leinsamenöl. Das sieht danach aus. Ne? Leinsamenöl. Okay. Leinsamenöl. Das muss ja irgendwie eine Flasche sein. Ja, ich klicke jetzt mal hier ausnahmsweise mal wild um mich. Also irgendein Behälter muss es auf jeden Fall sein. Ich habe jetzt hier das Gegenstand angeklickt, wo ich der Meinung bin, das könnte Leinsamenöl sein. Okay, dann machen wir es halt nach der Reihe weiter. Also lassen wir mal das wieder aus. Ja, hier ist die Pfeife. Ein Trog. Okay, ein Trog. Oh lol.
eine Mutter wieder. Hat jemand seine Mutter verloren? Soll ich sie mal anrufen? Die wird hier vermisst. Und habe ich erwähnt, dass mir gerade schon wieder arschkalt wird in diesem Zimmer? Ich habe heute, ungelogen, ich habe heute 2 Stunden geheizt. Und es ist wieder arschkalt. Ich hasse den Winter. Einige lieben ihn, einige hassen ihn. Ich hasse ihn. Wo ist denn hier eine Mutter? Muss ich jetzt eine Vermisstenanzeige aufgeben oder was? Dann mal den Kleiderbügel. Ist hier irgendwo eine Mutter? Eine Mutter auf dem Kutter, die isst gerne Butter. Jo. Müsst euch halt wieder alles querbeet durcheinander machen. Der Stimmgabel. Da ist die Stimmgabel. Wisst ihr, was mir bei den Wimmelbildart aufgefallen ist? Gegenstände, die eventuell gesucht werden, sind so leicht abgesetzt von dem ganzen Hintergrund. Deswegen habe ich die anderen Gegenstände jetzt so schnell gefunden. Konfetti. Yay. Und eine Mutter suchen wir immer noch. Ich weiß nicht, was das hier bringen soll, aber okay. Jetzt sag einmal, gib mir mal die Mutter raus, bitte. Ich vermisse meine Mutter. Gib sie mir wieder her. Ich brauche die noch für mein Rohrsystem, das ich hier unterirdisch anlege. Ich muss einen Tipp mir nehmen wieder. Oh lol. Okay, jetzt habe ich Leinsamenöl und eine Mutter. Nur die Frage, was bringt mir die Mutter? Kann ich damit die Pumpe reparieren? Deswegen sollte ich die Schraube anbringen. Welche Schraube? Wir haben keine Schraube. Hast eher eine Schraube locker? Das wahrscheinlich eher, aber... Ich weiß, ich bin ganz schön gemein zum Detektiv Casey. Ich weiß. Okay, jetzt haben wir das auch schon. Muss ich das da dazu geben? Ja, und da die Spachtel, oder? Ne, das hier, oder? Okay, ich kenne mich mit Malerzeug nicht aus, aber wenn das so ist. Und jetzt? Deckel drauf? Oder wie? Haben wir jetzt schon alles gemacht. Wahrscheinlich fehlt immer noch die Farbpalette. Würde ich jetzt mal vermuten. So. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Das heißt... Tipptime. Ah, wartet mal. Nur nicht ganz alles Tipptime. Okay, wer versteckt denn da bitte schon eine Farbpalette? Aber okay, die haben wir ja gesucht, oder? Immer das Positive aus der ganzen Sache immer nehmen. Okay, und... Fein, schwebe in meinem Inventar, hast schon recht. Und das soll ich jetzt... Wow! Okay. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Aber wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht hier im Gemälde-Albtraum, dann schaut einfach in der nächsten Folge wieder rein mit... Walsinghams Manoir Verlies der See. Das ist ein bisschen schwer zu merken, aber ich versuch's gerade. Seht ihr, klappt ja ein bisschen. Tschüss.